euch im letzten Video gezeigt habe, von Doc66. Und die Schwingtasche, wie die da unten steht, von bikertaschen.de. Wir werden erstmal die Spiegel hier abmontieren und dann die neuen Spiegel anmontieren und natürlich im Laufe des Videos natürlich dann auch noch die Schwingentasche montieren. Aber fangen wir erstmal mit den Spiegeln an. Dazu benötigen wir erstmal eine 13er Nuss. Und dann können wir das Ganze auch lösen. Vorsichtig, weil man möchte ja nicht unbedingt den Lack der Spiegel zerkratzen. Spiegel lassen sich relativ einfach lösen. Legen die Knarre nochmal hier hin. Die Blinker, wo die Spiegel durchführen, sind von Riggs Motorcycles. Die wollen wir natürlich behalten. So, schrauben wir das Ganze mal ein bisschen zusammen. Dann können wir den Spiegel auch weglegen. Und dann machen wir natürlich auf der anderen Seite noch weiter. Ich habe es fertig. Ich habe die beiden Spiegel angebracht. Relativ simpel. Habt ihr selber noch gerade gesehen. Die Tasche habe ich erstmal mit zwei Gurten festgemacht. Die anderen mache ich da gleich noch durch, nur um euch das einmal zu zeigen. Und so sieht das Ganze dann von der Seite aus. Wirklich sehr schöne Tasche von bikertaschen.de. Das ist die King Gold für die Sportster S. Und Spiegel sehen auch schon mal klasse aus. Muss natürlich noch genauer eingestellt werden wegen dem Anschlagwinkel. Nicht, dass wir uns permanent mit den Spiegeln an den Tankkratzer reinhauen. Muss ja nicht sein. Wie gesagt, Tasche wirklich toll. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Gefällt mir da, abonniert meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.